Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Blattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und das sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass Sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Das ist unglaublich. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey, Abu. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, Du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ich bin Sonntag wieder da. Ich werde artig sein. Hab dich mehr lieb. Okay, alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Sie sind meine einzige Chance. So, moin moin liebe Freunde und willkommen zurück zur dritten Folge von den Avengers. Wir sind mittlerweile in Utah angekommen, sofern sie bis dahin wirklich gefahren ist. Warum auch immer sie jetzt in diesem Canyon hier ist. Wir gehen einfach mal lang. Und schauen mal, was wir finden. Natürlich weiß ich mittlerweile, dass Kamala Khan ein recht gängiger Charakter im Marvel-Universum ist. Ist ja klar, das weiß auch jeder. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Rüber da. Wer kennt sie nicht? Kamala Khan. Miss Marvel. Oh,
typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Ach so, okay. Das heißt, hier findet ihr wahrscheinlich eine Spur zu den Avengers. Was macht AIM bloß hier draußen? AIM ist natürlich auch hier. Oh, ist rechts, wir gehen hier lang. Trotzdem will ich gucken, ob da noch irgendwas war. Will auch nichts verpassen hier. Kann ich bestimmt nicht hoch. Oh, endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Ja. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Die Reste eines Zauns. Hier ist auf jeden Fall mehr. Bunker hier. Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Nein. AIM hat sie zuerst gefunden. Unterstützungsheldenfähigkeiten. Erleidet ein Held Schaden, sinkt seine Willenskraft. Regeneriere als Kamala Khan Willenskraft, indem du ihre Unterstützungsheldenfähigkeit Heilungsgeist verwendest, wenn die linke Heldenanzeige voll ist. Drücke zur Aktivierung 1. Machen wir mal. Ja. So, jetzt noch die vier hier. Was ist das? Was ist hier passiert? Was ist das denn hier? Hallo? Da oben geht's doch weiter, da rein. Was ist das für ein Ding? Oh, Ressourcen. Okay, okay. Noch ein Sammelobjekt wahrscheinlich. Die Avengers lösen sich auf. Ich muss weitersuchen. Ich gehe trotzdem erstmal rein. Vielleicht geht's drin auch gar nicht weiter. Ihre Basis. Aber wo sind sie jetzt? Vielleicht könnten sie fliehen. Noch mehr Fragmente. Nein, einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, wir können jetzt anfangen, jeden einzelnen Stein hier rauszutragen. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Dann gehe ich hier unten weiter. Bloß nicht runterfallen hier. Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Ja, dann los. Sei nicht böse, Abu. Ich vertrete mir nur die Beine. Hier lang. Oh, das war knapp. Oh, jetzt schnell. Jetzt gibt's keinen Weg zurück. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Oha. Das kann doch nicht. Die Chimera. Ich hab sie gefunden. Ich kann's nicht glauben. Ist sie hier wohl abgestürzt, oder? Los geht's! Da geht's runter.
Wir kommen jetzt eh nicht mehr zurück. Der Zug ist abgefahren. Punktlandung. So, hier auf dem Kran. Hat das jemand gesehen? Nein, niemand hat's gesehen, weil du Selbstgespräche führst. Oh. Gut. Ich habe gedacht, wir müssen auf den Kran. Müssen wir wahrscheinlich auch, aber nicht so, wie ich das vorhatte. Ja. Das wie? Ach so. Schnell weiter hier. Puff. So. Hier haben wir noch Kisten. Nanit. Was auch immer das ist. Da haben wir einen Comic drin. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Ja, die kommen noch. Sei mal nicht so ungeduldig. Lichter! Jemand ist zu Hause! Don't look down. Ist doch gar nicht so schlimm. Ich muss weiter. Scheiße, das Kommandodeck. Sie freut. Stufe hoch, Fähigkeitspunkt errungen. Kann ich auch schon irgendwie was, irgendwie Fähigkeiten entwickeln oder so? Oder kommt das noch? Gehen wir hier rein. Es muss eine Nachricht geben oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder nur noch ein bisschen Nanit mit. Lässt keine Beweise? Ja, clever. Ziemlich staubig. Nein, sie sind hier irgendwo. Ganz schön optimistisch. Ich glaube eher, dass hier das Böse lauert. Was wird sie wohl noch früh genug erfahren? Hallo? Geht's oben noch weiter? Oh ja. Zumindest haben wir hier noch was. AD-Vorbereitung. Damit hat alles angefangen, mit dem AD. Da geht's wohl nicht rein.
Gut, dann gehen wir mal an den Laptop hier, ne? Oder ans Kommandopult. Ja, da passiert gar nichts, oder was? Vielleicht komme ich in die Crew-Quartiere. Ah, natürlich. Ich muss den Strom wieder einschalten. Kann ich einen Schalter umlegen oder sowas? Komisch, jetzt geht's auf einmal. Okay, wir müssen zum Kommandodeck zurück, ja? Cool. Klingt, als würde das alte Teil auseinanderfallen. Ja, wenn du hier so einen Radau machst. Was ist das? Ein Leuchten. Wow. Ist das etwa das, was ich denke? Das Schild. Wow. Warum ist er noch hier? Er ist so leicht. Du hattest recht, Cap. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Oh nein. Okay. Lauf. So Ben kriegen. Beruhig dich mal! Halt böse! Tab, um den Fähigkeitenbildschirm zu öffnen. Okay. Nutze Fähigkeitenpunkte, um mit Helden aufzusteigen, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Bewege den Cursor über ein freigeschaltetes Fähigkeitssymbol und halte linke Maustaste, um die Fähigkeit zu erhalten. Neu verfügbare Fähigkeiten sind gelb markiert. Okay. Was haben wir denn hier? Die haben wir alle schon.
Und die können wir nur auswählen jetzt. Doppelschlag, Powerangriff. Ja, da ist die einzige Fähigkeit, die wir aktuell erwerben können. Nehme ich die. Gut, was haben wir hier noch? Einsatzteile. Überwachungsnetzdaten. Nach Spuren der Resistenz suchen. Okay, das ist unsere Mission. Ausrüstung. Und wer wohl? Oh, hier haben wir was. Eins Kraft. Ausrüsten, ne? Mehr haben wir nicht. Keine Vorteile verfügbar. Einfach nur so ein Band. Kosmetik. Gut, da können wir wahrscheinlich ein paar Skins freischalten. Und Sammlungen dürften die ganzen Sammelobjekte sein. Gut. Kein Wunder, dass die Resistance von hier weg ist. Zerstörbare Wände. Einige Helden können mit Powerangriffen durch Wände brechen. Zerstörbare Wände sind mit einem orangenen Leuchten markiert. Wenn du das Taktikbewusstsein einsetzt, halte F für einen Powerangriff, drücke V für Taktikbewusstsein. Da muss ich noch durch. Den Unterschied bemerkt sich ja niemand. Es muss einen Weg zurück aufs Deck geben. Hulk müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. Vermutlich. Schalter mit blinkenden roten Lichtern können zum Aktivieren angegriffen werden. Was kann schon schief gehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Gar nichts. Wenn Hulk mich hört, bin ich geliefert. Wow, das war die Hangarbucht. Fast geschafft. Da oben muss ich hin? Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Ha, daran könnte ich mich gewöhnen. Na, ja, was haben wir hier noch? Was ist denn so nach unten? Ich will am liebsten alles einsammeln, was es hier so gibt. Da ist so eine Truhe. Wer versteckt denn die Comics in solchen Truhen? Können wir mitnehmen. Hier war noch was. Überall ist hier was versteckt, ne? Gucken wir hier nochmal schnell. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Immer die falsche Taste, ne? Gut, ich glaube, ich habe dann erstmal alles. Hoffe ich. Also wir können hier hoch. Nee. Sieht aber so aus, als würden wir hoch können. Nee, hier auch nicht. Ah, ich hab was gesehen. Da war ein Knopf.
jetzt. Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Hier rein. Was ist das? Ein Comic. Das ist grad eine Weste. Geil. Okay. Jedes ausgerüstete Ausrüstungsobjekt erhöht die gesamte Ausrüstungskraft. Jeder Punkt Ausrüstungskraft erhöht die Gesamtkraftstufe um denselben Wert und damit auch den Schaden, den er hält, verursachen oder einstecken kann. Mal rüsten wir uns mal aus. Und hier. Insignien häufig. 2 Kraft. Nehme ich. Achso, es ist, wird gar nicht visualisiert hier. Das ist irgendwie schade. Wir noch was machen? Oh ja, die können wir auch. So, wie viele Punkte habe ich denn noch? Wo steht das? Ein. Flexifäuste. So ein Sprintkick. Ein Wirbelschlag. Okay. Doppelkick nach unten. Herzensschlag. Oh. Harpune. Halte während einer Peitschenfaust linke Maustaste, um Standardziele bei Kontakt zu packen. Halte linke Maustaste weiterhin, um das Ziel festzuhalten. Bewege das Ziel mit der Maus und lasse linke Maustaste los, um es zu werfen. Das nehme ich. Für den Verteilerkasten. Okay. Einfach mal einen Hebel drin, ne? Was für ein Zufall. Voilà! Der Knopf hat Strom und ich komme hier raus. Jetzt kommt wieder zurück. Oh, ich hab doch Leertaste gedrückt. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Hallo? Da oben. Was so hin? Och Mann! Stell dich doch jetzt nicht so doof an. Jetzt aber. Sie wollte doch gar nicht raus. Keine Spur von der Resistance. Halt muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Oh. Ziel Kamala Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl! Ziel lebensergreifend! Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig! Ziel ist vorgerückt!
Bedrohungsstufe 2. Reaktion eskaliert. Kämpfe machen erstaunlich viel Spaß. Na, echt eine Vielzahl von Kombos. So, will noch jemand? Das war ganz schön hartnäckig. Noch mehr. Oh. Na toll, Nadelhände. Nicht blockbare Angriffe. Gegner, über den ein roter Angriffsindikator angezeigt wird, führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Ich hab keine Angst vor euch! Okay, Schild ist kaputt. Ja, ihr bringt mich nirgendwo hin. Zurück! Okay, probieren wir mal die Nummer 2 aus. Ich komme hier raus und ich nehme diesen Stick mit. Oh. Tschüss. Da kommen noch mehr. Na, shit, immer kaputt gehen. Was mache ich falsch? So. Ich muss runter von diesem Ding. Das sagst du schon seit einer halben Stunde. Ziel erfasst. Ziel festhalten. Ja, gleich kommt Hulk. Oder auch nicht. Jetzt wird sie sauer. Das ist neu. Ich bin riesig. Ziel hat Bedrohungsstufe 5. Angriff. Alle Einheiten. Bedrohungsstufe 5. Was für eine Stufe hat Hulk? Stufe 3 oder so. Oder Pflicht aber. Taktische Routine. Ganz schön viele von denen hier. Aber das war's schon. Da ist er doch. Ist gar nicht hinter mir her? Okay, damit komme ich klar. Sammel! Mann, ist das cool, jetzt zusammen mit Hulk kämpfen. Bin ich mal groß, ne? Schwindelig. Oh, nicht über. Was ist denn jetzt passiert?
Hey. Was machen Sie da? Ganz ruhig, alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9. Von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du den Bus nehmen. Was? Sorry. Was sind Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots ein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom Aim-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Tür Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM... Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Tut Sie wissen, das stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Tarleton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank.
gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte! Ich... Ich bring dich hin. Wirklich? Wie eine Hulk-Statue. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Seht ihr noch was? Achso, ich kann nur gerade ausgehen. Warum das bin ich zu Chimera zurückgekehrt? Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar S.H.I.E.L.D.-Agents getroffen, aber danach... nichts. Oh. Aha. Der Wald sieht aus, als würden gleich jetzt so zwei Sturmtruppen auf den Speederbikes durchpesen. So, die Folge ist leider auch schon wieder vorbei. Wenn ihr wissen wollt, was sich in diesem Wald verbirgt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!